Ist ein bisschen traurig, ne? Aber so ist das im Krieg. Notizen des Straßenräubers. Und da heißt es, Verbrechen würde sich nicht auszahlen. Ha, größeren Schwachsinn habe ich meinen Lebtag nicht gehört. Das zahlt sich aus wie verrückt. Bei dem alten Sack haben wir so viel geholt, dass wir es in ein Jahr nicht versoffen kriegen. Selbst wenn wir Mahakama-Schnaps trinken wie Wasser und mit trockenem weißen Beauclair nachspülen. Lass die Leute doch Kokolores von den Göttern brabbeln, die uns strafen und was nicht alles. Ich bin zu alt für Märchen. Nun, nächster Halt Novigrad. Wir verkaufen, was wir haben und leben wie Könige. Und er ist auch tot. Cool, dass das kurz vorher noch aufgeschrieben hat. Warum auch immer. Naja, verrückte Leute hier unterwegs. Na, was haben wir denn hier? Sehr gut. Genau. Liegt noch? Ach, nein, es liegt ja noch. Liegen ja noch drei auf dem Weg. Da können wir auch noch lang gehen. Speichern. Man weiß ja nie. Ich weiß gar nicht, ob es einen Hardcore-Modus für Witcher 3 gibt. Weiß gar nicht, ob ich den spielen sollte. Wenn es den denn geben würde. Was haben wir denn hier? Viecher. Okay. Aber nicht sehr freundlich. Bist du hässlich? Bist du hässlich? Was haben wir denn hier? Oh, Petris Filter. Tanzen wir. Ach, so ein Vieh. Ach nee, das kennen wir noch nicht, oder? Wow! Okay, doch, das hatten wir schon. Ach, du grüne Neune. Er war mit seiner Lampe. Ich fix das mal schnell. Upsi. Nee, hatten wir doch noch nicht. Oh, noch was ohne Fahrschein hier?
Da ist noch ein Fisch. Okay. Ist das ein Bandit? Verdammter Ziegenficker! Was jetzt, du Stück Dreck? Okay. Tja, na, das ist wohl, ich würde mal sagen, das war jetzt nicht so sein Tag. Okay. Das ist auch schön. So. Und gleich geht es mit der Hauptquest weiter. Banditenlager. Stirb! Wie ein Mann! Tja! Wie ein Mann. Er ist ein Fernkämpfer. Im Tierpelz. Sie drangen in die Hütten ein und begannen mit der Durchsuchung. Zuerst besahen sie ein Bett, sein Bett. Sie fanden trockene Zweige, ein erster Hinweis, denn Werwölfe kehren nach einer Jagdnacht im Morgengrauen zurück und an den Pfoten tragen sie die Reste des Waldes. Den zweiten Hinweis finden sie unter dem Bett, ein Wolfspelz. Sicher hatte der Werwolf sich damit bekleidet, als er sich bei Sonnenuntergang verwandelte. Und ihn wieder abgelegt, als er am folgenden Morgen zum Manne wurde. Mit diesen starken Indizien beendeten sie die Überlegungen und begannen mit der Jagd. Sie schworen, die Lykantropen zu finden und in der Silberketten zu legen. Das ist sehr grausam. Die armen Werwölfe. So. Was haben wir denn hier noch? Achtung, von Krenfeld sind einige arglistige Feiglinge desertiert, die nun in kleinen Gruppen aus je einer Handvoll hasenherziger Schurken diesen Landstrich heimsuchen. Ja, das echt verrückt. Gut, dass wir das nochmal gelesen haben. So, das hier noch, genau. Kommen wir gut voran. Oh, guck mal, da gibt es eine Quest. Ach, scheiße. Die können wir nicht liegen lassen. Ha. Verschwinde. Der redet jetzt nur noch mit dem Sensenmann. Was hat der Mann euch getan? Der? Nichts. Ist im Dorf aufgetaucht. Wollte seinen Ring gegen Brot tauschen. Aber wir haben nichts zu essen mehr. Wegen der Schwarzen. Die haben unsere Felder zertrampelt, unsere Kornspeicher geplündert, unsere Obstgärten niedergebrannt.
Also kriegt der Stadt Brot den Strick. Bitte, gute Leute, habt ihr keine Ohren? Ich wollte diesen Krieg nicht. Ich bin desertiert, um zu Frau und Kind zurückzugehen. Nehmt alles, was ich habe, aber lasst mich leben. Lasst ihn gehen. Bis dann wäre eine Sicher. Option gewesen. Und sollen wir ihm auch Proviant mitgeben? Ihm ein Pferd satteln? Ja, klar. Die Schwarzen hatten keine Gnade mit uns. Wir haben jetzt keine mit ihnen. Ich habe es freundlich versucht. Jetzt muss ich es anders versuchen. Ach, Gary. Ich schätze ja deine Konfliktbereitschaft. Quenzzeichen wollte ich. Komm schon, komm näher. Das reicht jetzt. Danke. Wenn du nicht gekommen wärst... Wäre ich nicht gekommen, wäre nur ein Mann gestorben. Gehst du wirklich zu deiner Frau zurück? Ja, hat er recht auf jeden Fall. Sie hat ein Kind gekriegt, direkt vor dem Krieg. Ein Mädchen. Ich nannte sie Beatrice. Nach ihrer Großmutter. Warum hast du mir geholfen? Lynchmobs. Von denen kommt nie was Gutes. Geh jetzt. Bleib von den Hauptstraßen weg und mach einen großen Bogen um die Dörfer, bis du über die Yaruga bist. So, ich wollte einfach nur helfen. Und Erfahrungspunkte. So, dann haben wir das. Dann machen wir das hier noch. Und die Freude ist groß. Einmal nochmal rohes Fleisch reinknallen hier. Dim 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 dim. Dein Arsch gehört mir! Was jetzt, du Stück Dreck? Tja. Oh, und nicht sein Tag gewesen heute. So ganz und gar nicht. Also ich weiß nicht, Gary ist schon ein kleiner Massenmörder eigentlich, oder? Also wie viele Leute wir jetzt schon gekillt haben. Und wir sind noch ganz am Anfang. Oh, hier gab's Geld, cool. Zielt auf seine Augen! Einsatz, Leute, Einsatz! Du zuerst. Hallo? Getan, dann ist ja gut. Mund halten und kämpfen. Reines Silber. So. Ich glaube, die Quest, die wir jetzt machen werden, die dauert auch eine Weile. Ich guck nochmal, haben wir alles gemacht? Ja. Boah, guck mal, wir haben schon echt viel erledigt, ne?
Wir sind ein bisschen stolz auf uns. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Bitte, Hein. Schau mich nicht so an! Ich habe die Hexe selber nie besucht. Ich bin gesund, den Göttern sei Dank. Und abgesehen davon kann auch sie aus Steinen kein Brot backen. Aber zuerst das Wichtigste. Von den Wurzeln bekomme ich Bauchschmerzen. Gibt's hier eine Schenke irgendwo? Und was ist das für eine Hexe, die kein weißes, graues Haar hat? Da kann doch nichts dahinter sein. Dafür, dass du sie nie gesehen hast, weißt du aber eine ganze... Du kannst nicht sicher ohne eine Gabrielle sein. Mit der einhändigen, mit automatischer Kurbel versehenden Gabrielle hast du immer den ersten Schuss und das letzte Wort. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Der hat nicht viel Geld bei. Wir haben bessere Handschuhe. Bis dann. Wir haben bessere Handschuhe. Ah, die sehen dann auch nicht mehr so dütze aus. Da-di-dum, da-di-dum. Ich schicke ihn nochmal zur Hexe. Vielleicht kann sie ihm die Faulheit austreiben. Guten Tag, gute Frau. Guten Tag, Fremder. Kann ich dir helfen? Ich suche eine Hexe. Ich müsste die Dorfhexe sprechen. Weißt du, wo ich sie finde? Mit der gebe ich mich nicht ab. Aber frag meinen Mann, der wird's wissen. Hat sich schlimm den Rücken verrenkt, konnte sich kaum bewegen. Da habe ich ihn zur Hexe geschickt, kam zurück wie ein junges Fohlen. Wo ist er? Bestimmt im Hof. Die Schmerzen sind weg, aber er ist faul geworden. Sollte eigentlich Preiselbeeren sammeln, um die Kleinen satt zu kriegen. Marinas Mann, der weiß, wie man seine Familie ernährt. Hat neulich ein paar Wasserratten gefangen, haben für einige Tage gereicht. Okay. Grillen? Kaust du die oder schluckst du die... Hallo. Angeblich weißt du, wo die örtliche Hexe wohnt. Wer hat dir das gesagt? Deine Frau. Dumme Gans. Lass mich in Ruhe und hör nicht auf die alte Schnepfe. Wir haben seit Ewigkeiten keine Hexen, Heiler oder weise Frauen gesehen. Würden ein paar Kronen deinem Gedächtnis auf die Sprünge helfen? Nun, wenn das so ist... Kennst du den kleinen Teich vorm Dorf? Von dort führt ein Pfad weg. Folge ihm bis zu einem Felsen. Um den musst du rumgehen und dann in den Wald. Such den alten Karren. Danke. Eins noch. Tu ihr bitte nichts an. Wir haben hier schon von deinesgleichen gehört. Meinesgleichen, das heißt? Nun, die Hexenverbrenner. Hier waren schon Hexenjäger? Nein, aber wir haben von ihnen gehört. Als ich dich kommen sah, mit Schwert und allem, da war mir klar, dass die Geschichten wahr sind. Ich bin ein Hexer, kein Hexenjäger. Was? Ist das denn nicht dasselbe? Nein. Keine Sorge, ich werde eurer Hexe nichts tun. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Sie ist noch nicht lange hier, aber sie ist unheimlich klug. Sogar was fürs Auge, wenn man auf schlanke Weiber steht. Danke für deine Hilfe.
Leb wohl. Wenn man auf schlanke Weiber steht. Beim Teich soll ein großer Findling liegen. Da! Da ist der Felsbrocken. Jetzt nach rechts und weiter bis zum Wagen. Ach nee. Necker! Der Wagen. Hier irgendwo muss die Hexenhütte sein. Einer ist noch. Oder? Mir war so, dass er sich eingegraben hat. Oh, was ist denn hier los? Gute Frau. Die Kuh schnauft und steht schon nicht mehr auf. Der Eiter strömt ihr aus dem Maul. Sehe ich etwa aus wie eine Melkmagd? Nein, aber du weißt doch so viel. Das ist unsere letzte Kuh. Andere gibt's im Dorf nicht mehr. Die anderen sind verhungert oder mit den Soldaten verschwunden. Ohne sie sind wir praktisch tot. Ich gebe dir ein paar Kräuter. Misch sie mit Quellwasser, das um Mitternacht geschöpft wurde, und lass die Kuh davon trinken. Aber zuerst mistest du den Stall aus. Gründlich. Ist das klar? Vielen Dank, gute Frau. Tausend Dank. Schon gut. Genug jetzt. Mir reicht's für heute. Geht! Oh, ich will auch eine Dorfhexe sein. Dann kann man die alle mal so... Dann sind die alle sie so abhängig von einem. Wir kommen lieber morgen wieder. Genau. Pass auf, was du sagst. Sie ist aufbrausend und rachsüchtig. Ja, aber ist jemand zu Hause? Ich bin ja was Besonderes. Hexe, hallo. Wo versteckst du dich denn, meine kleine Maus? Wo ist sie denn hin? Guck mal, was haben wir denn hier? Brief an Alexander. Liebling, ich schreibe dir, weil du dich bestimmt sorgst, dass ich noch zornig bin. Aber das ist dumm. Du weißt doch, dass ich nie lange böse sein kann. Ich verzeihe dir. Es ist nur deine Geheimniskrämerei. Ist es denn so seltsam, dass ich mich für deine Seuchenforschung interessiere? Ich liebe es, dir beim Arbeiten im Turm zuzusehen. Bitte gönne mir doch wenigstens dieses kleine Vergnügen, wenn du dich schon weigerst, die Resultate deiner Experimente mit mir zu besprechen. Wenn Vzrat dich morgen Abend nicht braucht, Komm ich besuchen. Wir werden alles bei einem Glas Wein klären. Oder zweien oder mehr. Deine Kay. Solchen Tand sieht man in Velen selten. Ja. Mächtige Aura. Muss eine Art Artefakt sein, oder? Hierhin ist sie also verschwunden. Och nee. Ich wollte jetzt hier nochmal reingucken. Das war doch nur für mich. Naja, gehen wir mal hier rein. So, so. Nett hier. Alles klaro.
Ich hab mich schon gefragt, wie lange du noch brauchst, Geralt. Ich bin oben. Nur herein. Warum sind hier so viele Schneehasen? Naja, ich muss ja nicht alles wissen. Sei gegrüßt, Hexer. Hallo. Ach, die wieder eine Frau, die badet. Eine Hexe. Hast was vergessen? Wo? Hoffentlich bist du nicht zum Gaffen da. Nein, zum Reden. Dreh dich um und warte. Okay. Keira Metz im Herzen von Velen. Ich dachte, du kannst das Landleben nicht ausstehen. Ich kann dir versichern, jetzt noch weniger als je zuvor. Hab erfahren, dass in der Gegend eine Hexe lebt. Hätte nie vermutet, König Foltests frühere Beraterin hier zu finden. Bin ich froh, dass die Welt dich noch überraschen kann. Ich beneide dich um diese Naivität, die sonst nur Kindern, fahrenden Rittern und Schwachköpfen vorbehalten ist. Da ist wohl jemand ziemlich gereizt. Begrüßt man denn so einen alten Freund? Ich hab dich doch mit einem hübschen Anblick begrüßt. Jetzt sag mir, warum du hier bist. Ich wette, du kannst dir die Frage denken. Was machst du hier? Lass mich nachdenken. Das Landleben genießen? Die schöne Landschaft bewundern? Oder das uralte Bündnis zwischen der Stadt und ihren Kornkammern fördern? Nein, ich verstecke mich, Geralt. Merkst du nicht, wie es um die Welt bestellt ist? Siehst du nicht, was passiert? Du meinst die Verfolgung der Magier? Genau das meine ich. Radovids neuer Zeitvertreib, jeden zu verfolgen, der auch nur einen Hauch von Magie besitzt. Hexenjäger, schon gehört? Mörder, die den ganzen Norden durchstreifen, Bücher verbrennen, Wahrsager aufknüpfen, Kräuterkundler foltern. Du hast dir einen seltsamen Ort als Versteck ausgesucht. Nicht ausgesucht. Im Norden machen Radovids Männer Jagd auf Zauberinnen, als sei es ein Kinderspiel. Nilfgaard kontrolliert den Süden. Wohin sollte ich fliehen? Der Imperator hält die Magier an der kurzen Leine, aber er lässt sie leben und ihrem Handwerk nachgehen. Radovid und Em hier unterscheiden sich in allem, außer in einer Sache. Sie hassen die Loge der Zauberinnen zutiefst. Und ich war ihr Mitglied. Ja, das ist dann eher schlecht. Wie fühlt es sich an, die Dorfhexe zu sein? Bestimmt cool. Schrecklich. Ist es nicht großartig, den grenzenlosen Respekt und das Vertrauen der Bauern zu genießen? Auf jeden. Sie würden jeden respektieren, der Hämorrhoidensalbe herstellt. Naja. Du bist schon länger hier, nicht? Lang genug, um allmählich zu verrotten. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich diesen Ort verabscheue. Doch, es fügt sich ein Bild zusammen. Zu einem anderen Thema. Gibt es Neuigkeiten von deinen Schwestern aus der Loge? Nein. Heutzutage dürfen wir nicht viel über die anderen wissen. Ist sicherer so. Habt ihr nicht mal versucht, Kontakt aufzunehmen? Ich wollte es. Viele Male. Aber ich kann nie mit Sicherheit wissen, wer mir antwortet. Oder zuhört. Ich suche nach einer gewissen jungen Dame. Ach, wirklich? Nach wem? Angeblich hat sie sich mit einer Hexe vor Ort gestritten. Da hat dir jemand einen Bären aufgebunden. Die Mädchen hier würden es nie wagen, sich mit mir zu streiten. Sie ist nicht von hier. Du führst was im Schilde, Geralt. Wenn ich dir helfen soll, musst du mir sagen, was los ist. Wen suchst du? Ciri. Ciri? Tja, dann verstehe ich die Geheimniskrämerei. Ganz zu schweigen vom Grübeln und dem finsteren Ausdruck. Und du sagst, dass sie ein Problem mit einer Hexe hatte. Du hast sie also nicht gesehen? Ganz bestimmt nicht. Aber jemand hat mich nach einer aschblonden Frau gefragt. Er hat betont, dass sie sich von den Bauern hier unterscheiden soll. Hat er sonst noch was über sie gesagt? Nicht so schnell, Geralt. Keine Bitte? Keine milde Gabe für eine Hexe?
Was hältst du von einigen Dutzend Eiern? Was ist dein Preis heutzutage? Einige Dutzend Eier? Oder vielleicht drei Hennen? Mein Preis steigt mit jedem weiteren Wort. Bin mir nicht sicher, ob du die Informationen noch bezahlen kannst. Du bist noch reizbarer, als ich dich in Erinnerung hatte. Soll das Leben auf dem Land nicht erfrischend und beruhigend sein? Die Natur stinkt. Ach, verdammt. Schau mich nicht so an. Ich weiß, dass wir von Ciri reden. Es war ein Elf. Der nach Cirilla gefragt hat. Kein räudiger Skoyatel-Chaot, sondern ein Elfenmagier. Was hatte denn ein Elfenmagier in Velen zu tun? Nun, ich habe ihn natürlich alles Mögliche gefragt. Natürlich. Aber du weißt ja, wie Elfen sind. Er hat viel mehr Fragen gestellt als beantwortet. Hat er dir seinen Namen gesagt? Nein, hat er nicht. Und er trug eine Maske. Sehr geheimniskrämerisch, aber er gefiel mir. Er war intelligent und wusste sich zu benehmen. Hat er gesagt, was er von Ciri wollte? Nur, dass sie sich in Velen treffen wollten. Er wollte wissen, ob sie vor ihm angekommen war. Hat er eine Nachricht für sie hinterlassen? Nein, aber er wollte, dass ich sie zu ihm führe, wenn ich sie treffen sollte. Du weißt also, wo er zu finden ist? Ja, er sagte, er hätte in irgendwelchen Elfenruinen beim Dorf Mittelhain einen Unterschlupf gefunden. Ich gehe mit dir hin. Warum? Meinst du, alleine finde ich es nicht? Ich habe mit dem Elf noch eine Rechnung offen. Er hat mir etwas versprochen, was er mir nicht gegeben hat. Außerdem weiß ich, dass du denkst wie ich, dass sie dort sein könnte. Und ich würde Cirilla auch gerne sehen. Brechen wir auf. Ja, los geht's. Da wären wir. Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Na los! Vella Glan! Vella was? Ach, guck mal. Hab ich was übersehen? Überlegenes Bestienöl. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Wieso? Ist doch kuschelig hier. Keira jetzt ist. Ich häng mir deinen Kopf an den Sand. Thank you.
Alter Vater. Die hätte ich echt nicht frontal angreifen sollen. Das war ein bisschen dumm. Okay. Leuchtet das da so rot? Ich glaube, es ist nichts Gutes. Ja, zünde das an. Überall Ertrunkene. Tja, da muss ich jetzt wohin? Und nicht frontal angreifen. Keira. 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 Oh. Was ist das denn? Kenn ich die schon? Zeit zu sterben. Oh. Ich komm nicht weg. Das war voll gemein. Ich kam nicht weg. Und dann hat er mich gestunt.
Okay. Ich würde sagen, hier machen wir beim nächsten Mal weiter. Einfach weil jetzt zwei Folgen habe ich jetzt aufgenommen und es ist einfach auch zu spät. Also das Real Life rückt gerade näher. Sonst hätte ich das jetzt hier gerne in einem Rutsch zu Ende gespielt, aber es geht gerade nicht. Also lass mal das so und für euch ist das sowieso erst bis zur nächsten Folge wieder. Also macht's ja für euch keinen Unterschied. Macht's gut, Kera. Okay,